Im heutigen Video nehmen wir dich mit zu einem der atemberaubendsten Orte, den Kuchang zu bieten hat. Es ist wirklich ein Taste of Heaven. Ich meine, schau es dir an. Diesen himmlischen Tag haben wir dann bei einem unglaublich schönen Sunset ausklingen lassen. Und ich würde sagen, komm jetzt mit uns 80 Kilometer um die Insel herum, durch unglaubliches Grün, durch die Berge und hin zu versteckten himmlischen Orten. Ganz viel Spaß. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Ausflugspunkt. Hallöchen. Und wir waren gerade hier in diesem Laden, der heißt Coconut Organic Garden. Hier. Genau, der ist sehr beliebt. Also ich habe viele Rezensionen gelesen, wir haben gesagt, da kehren wir jetzt ein, mal schauen, was trinken, was essen. Wir haben jetzt nur was getrunken, Kaffee und ein Stück Kuchen gegessen. Es war sehr lecker. Ich finde halt innen, man sitzt nicht so bequem. Das ist ein bisschen schade. Wir lieben es halt, wenn man irgendwie gemütlich sitzen kann. Und es war halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, man kam sich vor, als würde man ein bisschen im Büro sitzen, ein bisschen im, ich weiß nicht, es war ein bisschen so chaotisch. Der Garten selber, super schön, die Pflanzen da ganz viel an, ganz besondere Toilette, also das alles super schön, aber ja, jetzt irgendwie, ja, wir haben aber auch nichts gegessen, vielleicht ist das mega geil, ich weiß es nicht, es war jetzt einfach okay, genau, und jetzt düsen wir mal weiter, wir haben, ich glaube, 17 Kilometer noch vor uns, also let's go. Richtig geile Helme. Was ist denn das? Du hast einen geilen und mir so eine komische Schüssel aus. Das ist Kuchang, diese Berge hier, sagen wir gerade. Schaut euch das an. Boah. Oh mein Gott. Lass erstmal die Entfernung abchecken mit dem Kajak. Wie weit? Nee, das ist es nicht. Wo ist es? Also episch, aber das ist ja nicht die Insel, wo ich hin will. Die ist, glaube ich, da hinten. Ah, okay. Hier. Behind. You just make some phone call to us, we bring you back. Ah, we that's not, better. We, not that way, we, we not like this you. One, yeah. Yes, that's better. That's like better. Wir haben jetzt gesagt, sie soll uns mit dem Boot hinbringen. Das ist besser, Kajak. Ja. Da müssen wir nicht uns jetzt hier einfühlen. Es ist ja herrlich so. Also herrlich. Das Boot ist doch viel schöner. Vor allem, es ist doch ein Stück von hier. Und ja, ja. Es ist, glaube ich, es gibt noch einen anderen Spot da hinten. Genau. Und da soll es schneller gehen und von da kann man leichter kajaken. Aber sie bringen uns jetzt mit dem Boot. Und es kostet 200 Baht. Und dann holt sie uns wieder ab. Also perfekt. Ich bin richtig glücklich. Ich auch. Und jetzt gibt sie uns noch einen Schirm, weil sie sagt, es ist heiß auf dem Boot. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Was für eine nette Familie. Die kümmern sich um alles für uns. Oh, fantastisch. Ich liebe dieses Land. Das ist doch alles immer kein Problem. Man sagt einfach nur, man hat keine Lust, heute Kajak zu fahren, weil es zu anstrengend ist. Dann kriegst du so ein Boot. Das ist doch so einfach alles hier. Es schaukelt immer. Und genau deswegen mag ich alles, was mit dem Meer zu tun hat, nicht so gerne, außer Speedboote. Weil da wird mir nicht schlecht. Das geht immer rucki-zucki. Es wackelt nicht so nach links und rechts. Bei Speedbooten macht es eher so. Und bei den meisten anderen macht es so. Und da wird mir immer schlecht.
dieser Insel zahlt man dann auch nochmal Eintritt, 200 Baht pro Person. Und dann dürfen wir uns hier, solange wir wollen, aufhalten. Wir sind jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde hier. Schau mal, wie klar das Wasser ist. Das Wasser ist glasklar und herrlich. Es ist richtig warm. Hinter uns richtig schön dschungelig. Und hier, ne, lass mal so rumdrehen mit den, ach geil, mit den Palmen. Es ist so, so schön. Wartet mal. So. Oh, schaut mal die Palmen. Es ist wirklich also traumhaft. Es ist sehr, sehr traumhaft. Das muss man schon sagen, ja. Also hier sind noch ein paar andere Leute mit uns. Aber sehr entspannt alles. Es ist wirklich Paradise. Wir packen jetzt gerade zusammen, lassen uns gleich abholen. Und hier seht ihr nochmal, also man hat wie so eine Landzunge. Dann ist hier das Wasser, von hier sind wir gekommen. Und dann hat man hier eben diese, also diese traumhafte, ja, was soll ich sagen, den traumhaften Strand halt. Also wirklich schön. Und jetzt trinken wir hier noch eine Kokosnuss. Dass das ganze Erlebnis rund ist. Ja, so ist es. Dazu gehört einfach eine Kokosnuss. Es ist wirklich so eine nette Familie hier auch. Unglaublich. Ja, jetzt geht's los. Ah. Wir sind jetzt noch mal kurz beim Long Beach. Das ist quasi hier der bekannteste Strand. Da waren wir schon mal Strand. Vor ein paar Jahren. Genau. Jetzt ist aber gerade komplett überschwemmt, man sieht eigentlich gar nichts mehr. Komplett Flut, ne? Eigentlich hat man hier richtig Strand, deswegen werden wir jetzt da nicht groß bleiben, das bringt jetzt gerade nicht. Aber es ist grundsätzlich ein schöner Strand hier, mit so einer, so einer typischen Backpacker-Unterkunft. Hier mit so Bambushütten und so, super simpel. Genau, aber heute werden wir jetzt weiterschauen. Aber es ist alles asphaltiert und als wir 2012 oder 2015 hier waren, sah das noch ganz anders aus. Also da war richtig viel Geröll, wie am White Jack Beach. Das Video war das letzte Video, was wir hochgeladen haben. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut da rein. Ich pack's euch hinter das Kiel. Also da war das hier echt heavy. Mittlerweile, no problem. Jetzt wieder zurück am White Sand Beach, weil wir uns gedacht haben, es ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt hier den Sunset zu genießen und was zu essen. Wir sind heute 80 Kilometer gefahren, haben wir gerade. 80 Kilometer auf dem Roller. Es schmeckt wie der Nektar des Himmels. Das ist Gottes Nektar. Hier zwei Currys, das sieht jetzt schon ziemlich abgegrast aus, es ist so lecker. Ich finde, der Penang Curry ist immer das Geilste, das ist so... Immer Maggi dazu, ist wichtig. Und hier ist, das ist meine kleine Geheimnisse, über die sprechen geheim ist sie jetzt nicht mehr. Sie war geheim. Naja, auf jeden Fall, Penang Curry finde ich immer das Geilste, das ist so richtig würzig und die Soße ist ein bisschen weniger, aber cremiger. Masaman ist auch immer gut, das ist mit Kartoffeln und Peanuts, wenn ihr das schon mal probiert habt. Oder falls ihr das erste Mal nach Thailand kommt, also das sind für mich so die besten. Dazu. Perfekt, hat's geklappt. Geil. Liebst. Ich auch. Massage, geil.
Ich liebe das, wenn es genau so läuft, wie ich das will. Ja, vor allem nach so einem Tag jetzt dann, ey, richtig geil, Massage. So, der Tag geht dem Ende zu. Und wir sind einfach dankbar. Das war so ein Tag, wo wir irgendwie alles gelebt und erlebt haben. Das Herz ist genährt. Ich bin so richtig müde wie so ein Baby, das so den ganzen Tag so viel Neues erlebt hat. Und ich finde es so geil, dass ich das mein Leben nennen kann. Und ich finde es noch viel geiler, dass das Ganze hier gestartet hat 2012, als wir einfach nur gefühlt haben, wir wollen irgendwie mehr Wildheit, mehr Lebendigkeit im Leben. Und wir sind einfach mal 19 Tage nach Thailand. Und das war dann der Start für dieses Leben. Ja, das Wichtigste ist, dass du dieser Sehnsucht folgst, was dein Herz will. Und dein Herz will eigentlich Leben, es will wild sein, es will verrückt sein, es will lieben in allen Facetten. Damit fängt's an. Egal, was dann außen wirklich erstmal erreicht ist, es ist nicht so wichtig. Es geht um dieses Gefühl und dieses Gefühl, sich täglich immer mehr zu erlauben. Und ja, das, so fing das damals an und bei uns. Wege zu finden, dass du es jetzt dir schon erlauben kannst. Für uns waren damals auch nicht 6 Monate überwintern in Thailand drin. Es waren 19 Tage möglich. Okay, let's go, okay, 19 genau. Tage so. Schritt für Schritt genau. Mehr von diesem Gefühl. Habt einen tollen Tag. Wir gehen zur Massage und bis zum nächsten Mal.